Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video unseres Seminars Reading Machines – Einführung in die Korpuslinguistik. Heute mit der ersten von drei Sitzungen zum datengeleiteten Paradigma, das gewissermaßen das Gegenstück bildet zu dem, was wir bisher im Kurs besprochen haben. Ich gebe eine Rekapitulation des Stoffs der letzten Sitzung, dann wollen wir uns die Unterscheidung zwischen Corpus-Based und Corpus-Driven ansehen und wollen uns dann drei datengeleitete Methoden im Einzelnen ansehen, Keywords, Kollokation und N-Gramme. Und vor diesem Hintergrund wollen wir uns dann die Bubenhofer'sche Studie zu Geburtsberichten aus einer methodischen Hinsicht nochmal genauer anschauen, denn die kann sozusagen als paradigmatisch gelten für datengeleitetes Arbeiten in der Linguistik. Wir hatten uns mit der Corpus Query Language beschäftigt, die den Zugriff auf linguistisch annotierte Corpora erlaubt. Und das Ganze geht gut über CQP Web, diese Plattform, die wir bei uns an der Professur selbst hosten, wo also Corpora verwaltet und eben auch in annotierter Form recherchiert und analysiert werden können. Wissenschaftstheoretisch hatten wir uns mit dem Forschungsprozess in der Korpuslinguistik beschäftigt und hatten gesehen, dass wir Hypothesen formulieren müssen, als falsifizierbare, testweise Behauptungen, nicht so sehr über Existenz von irgendetwas, sondern es geht vielmehr um Relationen zwischen theoretischen Konstrukten, passend zu unserer Definition von Korpuslinguistik, als die Suche nach Conditional Distributions, wie wir gesagt haben. Und wir hatten gesehen, dass Hypothesen operationalisiert werden müssen, um anhand von Korpusdaten geprüft werden zu können. Und diese Operationalisierung, die muss reliabel und valide sein. Das klingt auf dem Papier einfach, birgt aber jede Menge Fallstricke und bedarf deswegen der besonderen Sorgfalt. Und wir hatten gesehen, dass gerade bei grammatischen Fragestellungen ein wichtiger Schritt der Operationalisierung in der Formulierung von Suchanfragen besteht. Und da gilt es, die richtige Balance zu finden zwischen Precision und Recall. Und dazu noch eine Visualisierung ergänzend. Nehmen wir an, wir suchen blaue Kreise, möchten blaue Kreise fischen. Und was wir machen dürfen, ist, wir dürfen sozusagen ein Feld bestimmen, in dem gefischt werden soll. Und jetzt malen wir hier mal so ein rosa Rechteck. Und wir sehen jetzt, dass wir insgesamt 10 Objekte gefischt haben. Und davon sind tatsächlich 9 das, wonach wir gesucht haben, das heißt eine Präzision von 90%. Allerdings haben wir nicht alles erwischt, was wir hätten erwischen können. Von insgesamt 11 blauen Kreisen haben wir nur 9 erwischt, also ein Recall, wie es heißt, von 82%. Aber zunächst mal stört uns also die Präzision, dass wir hier nicht präzise genug waren. Wir können jetzt das Feld noch enger malen und haben jetzt tatsächlich eine Präzision von 100%. Allerdings mit dem unschönen Nebeneffekt, dass der Recall noch schlechter geworden ist, weil wir zwar ein grünes Dreieck ausgeschlossen haben, aber zusätzlich eben auch noch blaue Kreise, noch mehr blaue Kreise und durch die Lappen gegangen sind. Also nur 7 von insgesamt 11 möglichen blauen Kreisen haben wir erwischt. Dann gehen wir also her und möchten den Recall erhöhen. Wir möchten jetzt tatsächlich alle blauen Kreise erwischen. Das können wir so machen, indem wir das dunkelblaue Rechteck malen. Jetzt haben wir tatsächlich ein Recall von 100%. Mit dem wiederum unschönen Nebeneffekt allerdings, dass die Präzision jetzt runtergegangen ist, weil wir eben zusätzlich zu unseren 11 korrekt gefundenen auch noch 4 grüne Dreiecke, also falsch positive, haben. Und wir sehen also an dieser Visualisierung, je präziser, desto schlechter der Recall und umgekehrt. Und es gilt sozusagen, das richtige Maß zu finden. Ja? Bei den Corona-Tests übrigens ist es genau das gleiche Problem. Und ich bin gespannt, wie Sie bei Ihrer Suchanfrage nach den freien Relativsätzen jetzt genau vorgegangen sind, wo wir das dann im Einzelnen nochmals durchspielen können. Und damit zum Stoff der heutigen Sitzung, Corpus-Based und Corpus-Driven. Erinnern wir uns nochmal an das, was wir besprochen haben zum Forschungsprozess, den ich mal jetzt als das erste Szenario des korpusbasierten Arbeitens nochmals abstrakt beschreiben möchte. Da sind Corpora und korpuslinguistische Methoden letztlich Hilfsmittel, die wir nutzen, um Fragestellungen
empirisch anhand von authentischem Datenmaterial bearbeiten zu können. Der Punkt ist aber, dass unsere Fragestellungen, unsere Hypothesen theoretisch motiviert sind. Ja? Das heißt, es ist zwar eine empirische Methode, aber sie ist theoriegeleitet, indem wir aus der Theorie ableitend Hypothesen formulieren, die wir dann im zweiten Schritt anhand von Korpusdaten überprüfen. Ich hatte Ihnen ja dieses Schaubild mit diesem Kreislauf gemalt. Und das Grundprinzip, was dahinter steht, ist in der Naturwissenschaft mal als das deduktiv-nomologische Modell beschrieben worden, paradigmatisch für Naturgesetzmäßigkeiten und Voraussagen in der Naturwissenschaft, aber wir können es auch auf die Linguistik übertragen. Sie kennen ja vielleicht das Phänomen Weil mit Verb-Zweitstellung, was wir zunächst mal als grammatisch abweichend beschreiben würden, aber Rudi Keller und andere haben gezeigt, da gibt es eine Form-Funktionskorrelation, die wir so formulieren können, wenn ein Weilsatz mit Verb-Zweitstellung realisiert wird, dann erhält er eine epistemische und oder sprechaktbezogene Lesart, abweichend von der eigentlich normalen kausalen Lesart, um das noch so zu ergänzen. Und jetzt finden wir also in unseren Korpusdaten so einen Satz wie diesen hier, er ist betrunken, weil er torkelt so. Und wir stellen fest, tatsächlich nach dieser Voraussage, weil er torkelt so, erhält eine epistemische Lesart. Das würde daraus folgern. Das stimmt auch tatsächlich, denn dass er so torkelt, ist ja nicht die Ursache für sein Betrunkensein, sondern vielmehr ein Grund für die Annahme, dass er betrunken ist. Und das meint ja epistemische Lesart. Ja, und wir können jetzt nicht nur einen Satz, sondern alle Belegsätze in der Datenbank gesprochenes Deutsch für Weil mit Verb-Zweitstellung mal nacheinander durchgehen und werden dann feststellen, dass auf die allermeisten das tatsächlich so zutrifft, dass sich die Vorsage bewahrheitet und somit hat sich diese Theorie bestätigt. Ja, so können wir klassisch korpusbasiert vorgehen. Das heißt, unsere Korpora sind eigentlich letztlich Zettelkästen oder auch Belegsammlungen, um unsere theoretisch motivierten Fragestellungen empirisch bearbeiten zu können. Ganz anders nun der Corpus-Driven Approach, der so funktioniert, dass wir die Corpora als Repräsentationen von Diskursen oder wenigstens Diskursausschnitten begreifen. Und wir gehen jetzt gar nicht mit einer bestimmten vorgefertigten theoretischen Fragestellung daran, sondern nur mit einer ganz allgemeinen Grundidee, dass es da wohl schon irgendwelche Musterhaftigkeiten zu entdecken gibt. Welche das sind, wissen wir nicht. Wir fragen den Computer, was ihm dann an Dingen auffällt, um dann daraus Schlüsse ziehen zu können. Teubert hat das mal so beschrieben in seinem Aufsatz My Version of Corpus Linguistics. While corpus linguistics may make use of the categories of traditional linguistics and does not take them for granted, it is the discourse itself, another language external taxonomy of linguistic entities, which will have to provide the categories and classifications that are needed to answer a given research question. This is the corpus-driven approach. Ja, also wir haben nicht so sehr Kategorien, die wir aus der Theorie entnehmen und wofür wir dann Beispiele suchen in den Daten, sondern wir lassen den Computer nach Musterhaftigkeiten suchen, die wir dann überhaupt erstmal erklären müssen, indem wir Kategorien bilden, Hypothesen formulieren und so weiter. Das heißt, korpuslinguistische Methoden werden eingesetzt zur Generierung von Hypothesen, auf die wir manuell lesen möglicherweise gar nicht gekommen wären. Ja, denn wenn wir manuell lesen, machen wir uns immer ein bestimmtes Verständnis vom Text, entwickeln Ideen, machen uns auch Gedanken darüber, wer den wohl geschrieben hat. Wir nehmen Textgrenzen wahr und all das, was unsere Lektüre normalerweise steuert und lenkt, klammern wir gezielt ein, um den Computer möglichst unvoreingenommen nach Musterhaftigkeiten suchen zu lassen. Und das nehmen wir dann als Grundlage für unsere Ideenentwicklung. Ja, das heißt, zusammengefasst, es geht darum, bei datengeleiteten Verfahren Musterhaftigkeiten in Corpora zu explorieren, auf dieser Grundlage dann Hypothesen zu formulieren, was es damit auf sich haben könnte, interessante Phänomene zunächst mal zu entdecken. Und dann allerdings, das ist wichtig, müssen wir natürlich doch wieder korpusbasierte Detailanalysen anstellen, indem wir dann wieder in einzelne Stellen reingucken,
und diese Hypothesen versuchen auszudifferenzieren anhand von Korpusdaten. Das heißt, Corpus-Based, Corpus-Driven sind überhaupt keine Gegensätze, die sich ausschließen würden. Sie sind gewissermaßen komplementäre Teile eines Ganzen. Aber der datengeleitete Ansatz würde eben sagen, wir beginnen zunächst mal mit der möglichst unvoreingenommenen Exploration und formulieren auf Grundlage von Daten und Datenbefunden unsere Hypothesen, die wir dann näher prüfen und fangen also nicht schon mit einer fertigen Theorie an. Wichtig ist allerdings auch zu sagen, dass ein komplett unvoreingenommenes Vorgehen natürlich ein Wunschtraum ist. Allein schon die Korpuszusammenstellung geht üblicherweise mit Erwartungen einher. Denken wir mal an mein Bundestagsprotokoll-Korpus. Da bin ich ja so vorgegangen, dass ich die Fraktionszugehörigkeit der Sprecherinnen als Metadaten ausgezeichnet habe. Natürlich mit der Idee und der Erwartung, dass es genau in so einem Fraktionsvergleich was zu entdecken gibt. Ja? Und dass ich überhaupt nur diese Textsorte als Korpus aufbereite, hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich glaube, dass es da was zu finden gibt, was mich interessieren könnte. Aber trotzdem geht es darum, in Corpus-Driven Approach nach diesen ersten Voreinscheidungen dann möglichst unvoreingenommen den Computer nach Auffälligkeiten suchen zu lassen. Und eine wichtige Methode, die ich schon jetzt angedeutet habe, ist die Keyword-Analyse, wo wir jetzt solche Fraktionszugehörigkeiten zum Beispiel explorieren können. Ja? Wir machen das allerdings gleich mit dem Grundsatzprogramm, weil die Daten ein bisschen kompakter sind und dann geht es schneller. Keyword-Analyse funktioniert so, dass wir einen Untersuchungskorpus und einen Referenzkorpus kontrastieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können zwei komplett verschiedene Korpora miteinander vergleichen. Manchmal ist dann ein bisschen Äpfel und Birnen. Ja? Also wenn ich jetzt Marx, Engels gesammelte Werke mit Fußball-Live-Tickern vergleiche, ist ein bisschen fragwürdig, aber theoretisch ist es möglich. Oder wir nehmen ein Korpus und bilden Subkorpora und vergleichen das Subkorpus mit dem Gesamtkorpus. Beides sind gängige Verfahren. Und was machen wir? Eigentlich ist es sehr schematisch. Wir verrechnen nämlich Frequenzlisten. Wir bilden einfach Listen mit den Häufigkeiten der im Korpus verwendeten Wörter und verrechnen diese Frequenzlisten miteinander und lassen den Computer fragen nach statistisch auffälligen Lexemen. Das kann nach Signifikanz oder nach Effektstärke geschehen. Sind zwei verschiedene Zugänge mit unterschiedlichen Ergebnissen. Zur Signifikanz komme ich zuerst, aber bei beiden ist es wichtig, spielt das Verhältnis von beobachteten und erwarteten Werten eine Rolle. Und bei Signifikanz eben auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist das statistische Verständnis von Signifikanz, was nicht zu verwechseln ist mit Bedeutsamkeit. Das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Signifikanz ist streng mathematisch bestimmt als ein Verhältnis von beobachteten und erwarteten Werten. Beobachtete Werte ist simpel, das ist einfach die Frequenzen, die wir messen. Und erwartete Werte, das hat was mit der sogenannten Null-Hypothese zu tun. Wir formulieren nämlich bei Signifikanztests probeweise eine sogenannte Null-Hypothese, die in unserem Fall lauten würde, es gibt keinen Frequenzunterschied. Und wenn diese Null-Hypothese gelten würde, dann würden wir bestimmte Frequenzen erwarten und mit denen können wir vergleichen, das, was wir tatsächlich im Korpus beobachten können. Und wir können dann einen p-Wert berechnen, das kennen Sie vielleicht, p kleiner 0,01 oder so. Und der bestimmt sich nun als die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Null-Hypothese zu Unrecht abgelehnt haben. Ja, das ist kompliziert formuliert, ein bisschen um die Ecke gedacht. Manchmal sagt man, statistisch signifikant heißt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zusammenhang besteht. Nein, so ist es nicht. Streng genommen müssen wir sagen, p-Wert bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, also zu einer 0,01%igen Wahrscheinlichkeit haben wir die Nullhypothese abgelehnt, obwohl sie tatsächlich gilt. Ja? Und das möchte ich gerne anhand eines Beispiels vorführen. Wir nehmen die Grundsatzprogramme. Hier habe ich Subkorpora gebildet für jedes Grundsatzprogramm
von jeder Partei einen Subkorpus und wir können dann hier eine Keyword-Analyse machen. Subkorpus compared to the rest of this corpus, also alle anderen Grundsatzprogramme. Wir suchen nach Lemmata, positive Keywords, und wir suchen nach Log Likelihood, das ist ein signifikanzbasierter Wert. Und wir nehmen mal hier 0,01, p 0,0, kleiner gleich 0,01. Das ist unser Ergebnis. Das wäre hier so eine Keyword-Liste. Umgangssprachlich könnte man sagen, Wörter, die typisch sind für das Grundsatzprogramm der AfD. Ja, ist interessant, dass sie viel mit Zahlen offenbar arbeiten. Aber mir geht es jetzt hier um Einwanderung. Einwanderung ist ja so ein typisches AfD-Thema. Und wir finden jetzt hier die Frequenzen. Es wird in unserem Subkorpus AfD 20 Mal verwendet, also 738 Mal pro Million Wörter. In allen anderen Grundsatzprogrammen, was ja wesentlich mehr Text ist, nur 7 Mal. Das heißt, nicht mal ein Zehntel, nämlich nur 44,8 Mal pro Million Wörter wird das in allen anderen Grundsatzprogrammen verwendet, dieses Wort. Und diese Werte können wir nun in eine sogenannte Kontingenztabelle übertragen. Wir haben hier die beobachteten Werte, Frequenz von Einwanderung im AfD-Korpus und alle anderen Wörter bilden dann zusammen hier die Gesamtkorpusgröße. Und das Ganze machen wir auch mit dem Vergleichskorpus. 7, alle anderen Wörter und die Gesamtkorpusgröße. Und das ist also das, was wir beobachten können. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass es keinen Unterschied gäbe, also wirklich eine Gleichverteilung herrschen würde, würden wir diese Werte erwarten. Dann würde die AfD es nur 3,99 Mal verwenden pro Million Wörter nur 3,99 Mal verwenden insgesamt in ihrem Grundsatzprogramm und alle anderen müssten es 23 Mal verwenden in ihrem Grundsatzprogramm. Ja, das tun sie nicht. Es gibt eine Differenz zwischen beobachteten und erwarteten Werten und die können wir nun mit einer bestimmten Formel verrechnen. Und dann kommt ein Log-Likelihood-Wert raus, den wir mit einem p-Wert korrelieren können. Dafür gibt es Tabellen und dann sehen wir dann, dass es tatsächlich höchst signifikant ist. Ja? Also alles über 5, glaube ich, ist schon signifikant. Aber hier unser Schwellenwert ist eben 15,14 mit 0,01 und es ist also tatsächlich weit drüber. Okay, wir hatten jetzt nach Log-Likelihood gerechnet, nach Signifikanz. Hier ist ein Effekt, dass hochfrequente Wörter ziemlich stark gewichtet werden, einfach deswegen, weil die Gesamtkorpusgröße auch mit einberechnet wird. Und wenn wir uns das Ergebnis anschauen, zum Beispiel sowas wie die, schauen Sie mal hier, so ein Funktionswort oder nach oder zu, wo wir insgesamt hohe, hohe Frequenzen haben, aber eben innerhalb dieser hohen Frequenzen auch noch einen Unterschied. Das wird hier auch mit einberechnet. Wenn wir nach diesem Wert vorgehen, Log Ratio, dann finden wir ganz andere Sachen. Dann fallen die Funktionswörter raus. Log Ratio basiert auf dem Quotient der relativen Häufigkeiten, unabhängig von der Gesamtkorpusgröße. Wir haben dann nur einen Schwellenwert von 3 angesetzt. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen erklären, das ist einfach eine Sache von Trial and Error und das müssen Sie selber ausprobieren. Je nach Fragestellung kann es interessant sein, können gerade die Funktionswörter interessant sein. Mal interessieren mehr die Autosemantiker, auf die wir eher stoßen, wenn wir nach statistischer Effektstärke unsere Keywords berechnen. Das muss man immer so ein bisschen ausprobieren. Aber es sind zwei verschiedene Herangehensweisen sozusagen. Ja, das heißt, wir finden dann bei Log Ratio eher niedrigfrequent, aber dafür sehr korpusspezifische und nicht nur typische Keywords. Die nächste Methode, die ich präsentieren möchte, ist die Analyse von Kollokationen. Das funktioniert ganz ähnlich. Ist nicht
ganz komplett datengeleitet, weil wir hier schon nach Kollokationen typischerweise von bestimmten Lexemen suchen, aber es gehört hier mit rein, weil die Methode dahinter die gleiche ist. Aber zunächst mal, Sie kennen ja hier von John Rupert First, You shall know a word by the company it keeps. Vielleicht dieses Bonmot, wenn wir was über die Semantik von Ausdrücken wissen wollen, müssen wir uns anschauen, in welchen Kontexten es gebraucht wird, welche anderen Wörter gemeinsam mit einem Wort verwendet werden. Ebert hat das noch ein bisschen technischer formuliert. We define a collocation as a combination of two words that exhibit a tendency to occur near each other in natural language, that is, to co-occur. Und diese Tendency können wir auch wiederum messen, nämlich einfach mit Signifikanztests zum Beispiel. Denn die Methode hinter Kollokationsanalysen ist exakt genau die gleiche wie bei Keyword-Analysen. Nur, dass unser Untersuchungskorpus ganz bestimmtes ist, nämlich, dass wir ein Fenster sozusagen bilden rund um den Kollokationsträger. Also fünf Wörter links, fünf Wörter rechts zum Beispiel. Wir nehmen unsere Keyword-List, unsere Keywords- und Kontextliste, schneiden jeweils die Kontexte raus, bilden daraus einen Untersuchungskorpus und vergleichen es mit dem Gesamtkorpus. Wie bei Keyword-Analysen auch, mit Signifikanztests zum Beispiel. Und das Ganze anhand eines Beispiels. Und zwar schauen wir uns jetzt die Bundestagsprotokolle an und nehmen mal das Wort Gürtel. Jetzt sehen wir hier schon auf den ersten Blick, häufig kommt das offenbar vor in der Formulierung, den Gürtel enger schnallen. Und jetzt geht der Computer so vor, wenn wir eine Kollokationsanalyse machen, dass er hier ein Fenster herausschneidet, fünf Tokens links, fünf rechts. Ja, so müsste das sein. Ne? In der nächsten Zeile auch. Wir rechnen Interpunktionszeichen als eigene Tokens. So und so weiter für alle insgesamt 20 Belege. Schmeißen diese Ausschnitte zusammen und verrechnen sie mit dem Gesamtkorpus. Und jetzt gucken wir uns das Ergebnis an. Collocations, Lemma, und wir lassen uns mal hier als... So, und jetzt sehen wir hier genau das, was ich Ihnen gezeigt habe, nämlich Expected Frequency und Observed Frequency. Wir beobachten, dass es im Kontext von Gürtel kommt 18 Mal das Wörtchen, also von 20 insgesamt in 18 Fällen das Wörtchen Schnallen vor, wobei das Wort Schnallen im Gesamtkorpus so selten ist, dass die relative Häufigkeit hier sogar als 0 angegeben wird. Ja, also wenn es tatsächlich komplett gleichmäßig durchgeschüttelt wäre, dann dürfte eigentlich im Kontext von Gürtel das Wörtchen Schnallen kaum vorkommen, weil es halt wahnsinnig selten ist. Das heißt, wir schauen uns nochmal hier an, wenn wir das genau umgekehrt machen. Gucken mal nach eng. Jetzt sehen wir hier Zusammenarbeit und so weiter. Gürtel, Gürtel, Gürtel sehe ich nicht auf den ersten Blick. Collocations. So, jetzt sehen wir hier Zusammenarbeit ist eine Kollokation zu eng. Zusammenarbeiten, aber eben auch Gürtel, aber nicht an erster Stelle. Allerdings ist es auch hier wieder berechnet nach Log Likelihood. Wir können auch hier ein anderes Maß heranziehen, Log Ratio, zeige ich mal, und jetzt landet plötzlich Schnallen und Gürtel doch wieder oben. Auch hier wiederum ist es so, es gibt nicht eine allgemeine Richtlinie, was besser ist, ob Log Ratio oder Log Likelihood. Das hängt von der Fragestellung ab, das hängt auch ein bisschen von den Ergebnissen ab. Das ist so, man kriegt so ein Gefühl dafür mit der Zeit, aber wir finden hier insgesamt eben Kollokate, die insgesamt niedrigfrequenter sind, wo wir es bei Log Likelihood auch hochfrequente haben, sowas wie mit zum Beispiel, ja, mit insgesamt 71.000 Belegen. Okay, aber zusammengefasst nochmal, wir finden also, das Wort Gürtel ist insgesamt selten, aber wenn es vorkommt, dann kommt es häufig in Kombination mit Eng und Schnallen vor. Und genau dieses Verhältnis insgesamt selten, aber wenn, dann häufig zusammen. Das zeichnet Kollokationen im
rein statistischen Sinne aus. Und es ist interessant, dass man so tatsächlich zu semantisch deutbaren, interpretierbaren Ergebnissen kommt. Das ist das Faszinierende dahinter. Okay, die nächste Methode sind N-Gramme. Jetzt sind wir wieder in einer wirklich zu 100% datengeleiteten Methode drin. N-Gramme lassen sich bestimmen als Kombinationen von N-Einheiten und N ist eine beliebige Zahl. Und Einheiten können verschiedene sein, Buchstaben-Tokens, Part-of-Speech-Tags oder Lemmata. Alles ist gemacht worden, alles ist interessant. Und die simpelste Variante ist wahrscheinlich die Auszählung von häufigsten Wort-N-Grammen, zum Beispiel Trigramm. Und das ist wahnsinnig simpel, ist aber einfach von den Ergebnissen immer wieder faszinierend. Es ist auch gegenüber Einzellexemen, die wir als Unigramme beschreiben könnten, viel aussagekräftiger. Also thematisch spezifischer sozusagen. Und das möchte ich gerne mal vorführen. Wir gehen jetzt wieder ins Grundsatzprogramme-Korpus und schauen uns einfach mal hier die Frequenzliste an auf Wortbasis. Ne? Und so ist es fast in jedem Korpus und die, der, in, für, wir, zu. Ist nicht sonderlich interessant. Man muss schon ein bisschen runtergehen. Gut, hier Menschen, Freiheit, müssen. Ja, das wird interessant. Aber trotzdem, wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn wir das Ganze als Trigramme machen. Einfach so wäre eine Möglichkeit. Jetzt findet er also immer, geht er durch und bildet immer so Dreier-Einheiten und geht das Korpus nacheinander durch und zählt zusammen. Frequency Breakdown. Es dauert jetzt ein bisschen. So, und jetzt finden wir sowas wie wir wollen, die Europäische Union, die soziale Marktwirtschaft, wir setzen uns, wir fordern das Recht auf. Das sind schon interessantere Dinge, die schon ein bisschen spezifischer sind für diese besondere Textsorte Grundsatzprogramm. Es gibt was, was ein bisschen stört, nämlich die Satzzeichen hier. Und das können wir in diesem Programm mal so machen. Das bedeutet ja, dass wir Satzzeichen gerade ausschließen. Das wird dreimal wiederholt. So ist die Syntax. Und jetzt machen wir wieder ein Frequency Breakdown. Wir haben jetzt noch 123 Treffer, 123.000 Treffer. Jetzt finden wir hier, wir wollen das Recht auf, wir bekennen uns, lehnen wir ab, die Freiheit des, wir setzen auf, Bürgerinnen und Bürger. Und allein das ist doch schon sozusagen ein pragmatisches Profil dieser Textsorte. Noah Bubenhofer hat das mal als Sprachgebrauchsmuster beschrieben, diese Trigramme, und hat das in vielen, vielen Einzelstudien gezeigt, dass man auf diesem Wege sich auf eine interessante Art und Weise Korpora erschließen kann. Auch große, auch sehr große, thematisch heterogene Korpora auf eine interessante Art und Weise erschließen kann. Wir können das Ganze auch noch ein bisschen spezifizieren, ein bisschen ausgefeilter gestalten, indem wir signifikante N-Gramme berechnen. Also eine Mischung zwischen Keyword-Analyse und N-Gramm-Analyse, indem wir diese Frequenzlisten von N-Gramm im Untersuchungskorpus mit den Frequenzlisten von N-Gramm im Referenzkorpus vergleichen. Das ist leider in CQPreWeb nicht möglich. Dazu braucht es dann schon tatsächlich ein bisschen Programmierkenntnisse. Wir können das dann nochmals abstrakter gestalten und können komplexe N-Gramme suchen, indem wir einzelne Bestandteile durch abstrakte Klassen ersetzen oder auch alle Teile, also Part of Speech, Tag, N-Gramme und dann auch wiederum signifikant das Part of Speech, Tag, N-Gramme. Und aber wie gesagt, um sowas machen zu können, da braucht man dann schon ein bisschen Programmierkenntnisse. Hier nur mal, um es mal ganz kurz zu zeigen, das ist ein Auszug aus meinem Skript, was ich verwende, um signifikante Part-of-Speech-N-Gramme zu berechnen in der Skriptsprache Perl. Ist aber auch in allen anderen Programmiersprachen möglich. Ist
auch gar nicht mal so kompliziert. Bei meinem Mitarbeiter Jan Langenhorst, der Programmierkurse anbietet, können Sie das auch selbst lernen, wenn es Sie interessiert. Gut, und was ich zuletzt angedeutet habe, die signifikanten N-Gramme, das ist ja genau die Methode, die Noah Bubenhofer in seiner Studie heranzieht, um etwas über das Sprechen über Geburt, in der Textsorte Geburtsbericht im Internet aussagen zu können. Und ich möchte ganz kurz, Sie haben den Text gelesen und Sie haben sich hoffentlich auch die Visualisierungen angesehen, aber ganz kurz nochmal Revue passieren lassen, was Noah Bubenhofer eigentlich gemacht hat. Bubenhofer hat komplexe 5 Gramme berechnet, also 5 Wortverbindungen, und zwar signifikante 5 Wortverbindungen, ja, im Vergleich zu einem Referenzkorpus. Dann bekommt er eine Auswahl von ein paar 10.000 signifikanten N-Grammen, ohne dass er schon irgendeine spezifizierte Suchanfrage daran an den Korpus herangetragen hat. Hat er trotzdem so eine Liste von Dingen, die interessant sind. Und dann hat er im nächsten Schritt sich dafür interessiert, an welchen Positionen tauchen diese N-Gramme auf. Eher am Anfang, eher in der Mitte oder eher am Schluss? Ist die Position eher stabil oder streut sie? Und hat diese Position, diesen Streuungsgrad berechnet und dann im nächsten Schritt visualisiert, um auf Grundlage dieser Visualisierungen die Daten dann explorieren zu können, um auf dieser Grundlage Hypothesen generieren zu können. Und das Tolle an dieser Studie ist, dass wir ja hier diese Visualisierungen auch selber aufrufen können. Zum Beispiel haben wir hier diese Visualisierung der typischen Position. Ja? Der Muttermund ist schon, ich weckte meinen Mann, ist etwas, was eher am Anfang steht. Der errechnete Termin war der, auch eher am Anfang, dann gegen Ende eher sowas wie mir auf den Bauch gelegt und mein Mann durfte die Nabelschnur durchschneiden, also so enden Geburten typischerweise und eher in der Mitte, aber sehr unspezifisch ist sowas wie das Licht der Welt erblickt, auf die Welt gekommen, alles in Ordnung ist und so weiter. Und jetzt können wir auf dieser Grundlage uns überlegen, was zeichnet offenbar so eine typische Geburtsgeschichte aus. Wir haben also hier 15.000 Geburtsberichte gewissermaßen übereinander gelegt und können sie so auf eine ganz neue Art und Weise lesen, die uns mit der manuellen Lektüre schlicht nicht möglich wäre. Ich habe ja selber die Methode auch mal angewendet, denn das Schöne ist ja, dass Noah Bubenhofer sie so präzise beschreibt, wie er es gemacht hat, dass man es auch selber nachbauen kann. Ich habe das Ganze mit dem Decamerone gemacht. Ich habe es Ihnen ja schon gezeigt, was Sie sich hier aufrufen können, wo wir auch so die typische Novelle, 100 Novellen übereinander gelegt. Ja, ein kleineres Korpus, aber die Idee dahinter ist genau die Methode dahinter ist genau die gleiche. Gut, und auf Grundlage dieser explorativen Analyseschritte kommt jetzt erst die Theorie ins Spiel. Denn es gibt natürlich erzähltheoretische Modelle, die Noah Bubenhofer dann referiert. Da hat Labov ein berühmtes Modell vorgelegt und er schaut sich dann, wie fügt sich das ein, wie können wir diese vielen, vielen Beobachtungen, die wir machen können, diese Musterhaftigkeiten, wie können wir die deuten, lesbar machen, indem wir sie auf so ein erzähltheoretisches Modell beziehen. Und es führt dann dazu, dass er auf dieser datengeleiteten Grundlage dann inspiriert durch die Theorie von Labov und Walecki narrative Topoi formuliert. Das haben Sie gesehen, wie das im Einzelnen aussieht. Das ist natürlich jetzt wirklich sozusagen High-End-Forschung. Um sowas machen zu können, braucht man wirklich sehr, sehr avancierte Kenntnisse. Und Noah Bubenhofer selber hat ja auch wirklich lange, lange an dieser Studie gearbeitet. Aber trotzdem wollen wir in den nächsten Sitzungen zumindest in Grundzügen kennenlernen, wie man so vorgehen kann, um auf diese Art und Weise Sprache untersuchen zu können. Das wäre es für heute. Ich danke Ihnen. Tschüss.